Bam! Ich bin live und der Rest kommt hoffentlich gleich. Und damit herzlich willkommen zurück zu CSGO. Entschuldigung. Zu CSGO. Falls Sylvan und Gollum sich irgendwann dazu in der Lage fühlen, an ihre PCs zurückzukommen, kann ich auch mit ihnen noch telefonieren, aber bis dahin dauert es jetzt noch kurz ein wenig. Allerdings ist gerade mein CSGO abgekackt. Was laber ich denn? Es ist gecrashed. So. Und? Warum ist es gecrashed? I don't know. Es hat einfach gesagt, CSGO funktioniert nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Hello? Ach, oh, ich hab meine Chats verkehrt rum an. Yo, what the fuck? The hell is this? Ist es ein Anruf? Hä, mein CSGO funktioniert nicht mehr. What is going on? Oh, in Steam gibt's ja auch so eine dumme Anruffunktion. Ich muss das mal stumm stellen. Eins nach dem anderen hier. Hi übrigens an den Ricky, so heißt er, genau. Servus. Oh Mann, Musik anhalten, Benachrichtigung anzeigen, nein. Gibt's da irgendwo eine Möglichkeit? Falls mich jemand anruft, dass ich das nicht höre, kann ich den Sound ausstellen? Dass es nicht einfach dieses Dülülülülül macht. Weil das ist ultra stressig. Schade, irgendwie nicht. Ha. Wer es nochmal macht, kriegt einen Bann. So, er wird blockiert. Schon okay. Skill ist auch da. Servus, schön, schön, dass ihr alle da seid. Aber mein CSGO will gerade irgendwie nicht. Muss kurz Steam neu starten. Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Badro Jerk stresst mich hier schon. TS? Ich sag, mach mal langsam, Jüng. Immer mit der Ruhe, Jesus. So, und jetzt muss ich meine Chats hier noch richtig ansortieren. Die hatte ich nämlich falsch herum. Oh, jetzt hab ich nicht mehr... not so super smart, aber ist ja wurscht. Passt schon. Skill Mind Science geht auch nicht? Wie geht auch nicht? This can't be? Doch jetzt. Mann, Skill! Das habe ich schon gedacht. CSGO hat ein allgemeines Problem. Badrojerk, ich kann aber nicht lang. Sylvan und Gollum sind eh noch nicht da. Also müssen wir, beziehungsweise muss ich doch warten, Entschuldigung. Ricky schreibt, ich weiß, dass du dich nicht mehr so um den Meta-Union-Server kümmerst, aber updatest du ihn auf die 1.9? Wahrscheinlich schon, ja. Ist 1.9 dann schon draußen? Nein. Oder? Ich hab null Plan. Das Problem ist aber, dass mein CSGO gerade nicht will. Hm. Dann schauen wir mal. Moment. Spieldateien auf Fehler überprüfen. Das klingt doch eventuell vielversprechend. Tja, so lang kann ich jetzt nur quatschen und hoffen, ich muss ja eh warten auf die anderen zwei. So lang dürft ihr mir zuhören, während ich mein CSGO repariere. Ist doch awesome. Ah. Nee, aber mein PC hat ein allgemeines Problem. Schade, Skill. Meins jetzt auch. Meiner jetzt auch. Und hallo an Kaka. Mann, der Badro-Jerk ist ja ein Hyperaktiver. Sollen wir ein bisschen allein spielen? TS? Ruft doch mich anders als ich. Ich so, Jüng, bremst dich. Ich kann doch nicht alles auf einmal. Ich glaube, jetzt hat Sylvan mir geschrieben. Vielleicht. I don't know. Zwei Messages. Don't spam me, please. Ja, komme gleich. Immer dieser Stress. Das fühle ich mich auch hier gestresst. Oh, Mann. Ja. Also, die Überprüfung ist schon zu 10% abgeschlossen. Ich hoffe, das bringt was, weil sonst... Was ist das heute mit CSGO?
Habe ich eigentlich das Spiel angepasst, Mensch, Yassi? Ich passe momentan echt auf nix auf. Spiel und Status, ich verballer das immer voll. Keine Ahnung. Ich muss immer, jetzt muss ich noch zusätzlich in das Streambar TS und mittlerweile ist es echt viel, dass ich immer beachten muss, dass ich öffnen muss und dass ich zum Streamen nicht vergesse anzufangen. Quatsche ich einfach für mich selber los. Folas macht Selbstgespräche. Okay. Ah. Ach so, ja, genau. Das Giveaway verlose ich am Mittwoch, da das ja rumgespastet hat. Oder Dienstag? Nein, ich glaube, Dienstag war es. Ist ja egal, auf jeden Fall unter der Woche irgendwann. Mittlerweile sind es übrigens 10 Eintragungen. Ich weiß aber nicht, wer wie viele hat. Aber ich habe mal nachgeschaut. Und Kaka bitte nach dem Ausrufezeichen Giveaway ein Leerzeichen machen und dann erst die zwei. So. Ja, sie meint, wieso? Der Bot hat mal abgekackt. Wann lost du heute aus? Ach so, genau. Mein Bot hat rumgespastet, beziehungsweise der war ja nicht im Chat. Dann habe ich ihn zugemacht und wieder aufgemacht und dann war das Giveaway gelöscht. Keine Ahnung, wieso das so einen Scheiß macht, aber Sylvanisch Online. Juhu. Also. Oh. Hallo. Hallo. Was lachst du denn? Gehört das Geräusch? Oder Truthahn und anderes Zeug. Oh mein Gott. Sylvan schaut wieder out of basic. Mein CSGO geht nicht auf. Das bringt jedes Mal CSGO funktioniert nicht mehr. Mach doch mal Fälle überprüfen. Mach ich gerade. Danke. 33%. Gamekrieger LP schreibt auf dem Low-Quality-Stream: Hey! Hallo, Gamekrieger. Grüß dich. Ich Hallo, muss leider Gibu. gerade mein CSGO unerwartet reparieren, weil Ach, es. jetzt muss ich dir schon wieder Nicht mehr will. werfen. Ich kommt Golem heute nicht. Keine Ahnung, doch, klar kommt er noch, aber. Der schafft's irgendwie nach dem Essen immer nicht weg vom Fernseher oder so. Ich weiß nicht. Oder er will noch ein bisschen quatschen mit meiner Mom. Aber wird er ohne Skin spielen? Ich habe keinen Bock auf diese Scheiße, aber ich muss ja. Du hast dir doch 5 € Billig-Skin-Paket gekauft. Ich Habe will ich das meine Dragon gestern Lore. eigentlich. Sorry, was? Will meine D-Lore. Oh. Habe ich das Aber gestern eigentlich. da du jetzt mehr Zeit hast, kannst du jetzt endlich mal ein bisschen in deine CSGO-Motivation hochschrauben und da mal ein bisschen üben. Alles klar. Bei dem CSGO-Stash. Habe ich das gestern richtig verstanden? Es gibt quasi nicht nur diese 4 Abstufungen von der Qualität. Sondern es gibt auch quasi noch genauere Abstufungen, wie der Skin aussieht. Also selbst wenn er jetzt Minimal Wear ist, kann er verschieden aussehen. Weil es gibt ja da verschiedene Werte. So von 0 bis 1,0. 1,00. Und dann geht's ja in Also dem komischen GIF immer 0,01 nach oben. Immer so du hast stückweise. Wear auf jeder Waffe. 0 bis 0,6 ist Factory New. Ich glaube, es 0,6 bis 0,14 ist Minimal Wear und das geht halt immer so weiter. Ja. Wenn du jetzt eine Waffe hast, die 0,6 ist sie schon ein bisschen abgeranzt aus, als wenn du eine Waffe hast, wo 0, glaub 0,0 gibt es gar nicht. Es gibt das Mindestmaß, glaube ich, 0,1 hast. 0,01, aber Das zum ja. Beispiel auf Seite wie Ja, also auf jeden OP-Skins, Fall wenn intern du gibt da es eine Waffe. quasi für jede Waffe einen eigenen Wert, aber der wird dir nicht wirklich angezeigt. Du siehst halt nur Minimal Wear. Fertig. Genau, der andere siehst du zum Beispiel auf das CSGOZone.net, kannst du deine ganze Inventar, da sagst du ja auch den Wert Ja. deines Inventars zum Beispiel, Okay. da kannst du nachgucken. Zum Beispiel, wenn du Skins auf der Seite OP-Skins kaufst, Ja. hast du da unter jeder Waffe auch noch den Wear angezeigt, also Ah, kannst du da ein das bisschen gucken. in der Dezimalzahl Also als Angabe? ja, Okay. genau, in der 0,1 oder halt. Weil auf dem normal auf dem offiziellen Store, da Gibt's hast du ja nicht. nur quasi dieses Minimal Wear oder irgend Zum so. Beispiel bei der Golden Koi gibt es keinen Unterschied, weil da wird die wird ja nur dünkler, um so wie, also ob du jetzt eine 0,6 Also oder wenn du jetzt sogar so eine eine richtig ranzige, sagen wir mal 0,99 oder sowas, Waffe gedroppt bekommst, dann kannst du sie quasi 0,99 ist verkaufen. Minimal Wear. Was? 0,099 ist noch, oder Nein, du meinst nein. 99? Ja, So hoch 0,99. geht's gar nicht. Ich Ja, weiß ist nicht, ja was bei. scheißegal. Angenommen, du hättest das, dann könntest du es im offiziellen Store verkaufen und eine in besserer Qualität wieder einkaufen für den gleichen Preis. Zum Beispiel. Theoretisch. Also, auf dem normalen Community-Markt gibt es keinen Unterschied zwischen den Waffen. Okay.
Gut. Und das Höchste, was man haben kann, ist ein Wir von 0,90. Ja, ist ja scheißegal. War ja nur ein Beispiel. Ja. Okay. Das ist dann halt das Battle Scars. Es gibt so ein paar Waffen, die in der ganz schlechtesten Qualität mehr wert sind, als wenn du sie irgendwo in der Mitte hast. Warum? Weil sie seltener sind. Da geht es um Was? Seltenheit. Ist ja funny. Okay. Hi, Harry. Zum Beispiel das Safari Mesh in wirklich 0,9, also in der Battlescout-Version, was ist sie unglaublich viel wert, ab so 200, 300 Euro. Was? Das sind Skins, die du einfach so gedroppt bekommst. Da muss ich meine gleich mal abchecken. Vielleicht habe ich da insgeheim so einen mega geilen Skin und weiß es nicht. Das sieht voll abgeranzt aus, aber ist eigentlich was wert. Geh auf diese War ja Seite funny. csgozone.net, Ja, melde Moment, dich habe ich da an ja mit deinem eben. Steam-Account. CSGOzone.net. Melde dich damit an, dann gehst du drückst einfach rum auf den Namen und letzten Inventar. Du musst einfach dein, du hast dein Inventar veröffentlicht, also Sign tschüss. in through Steam. Ja, habe ich öffentlich. Steam-Benutzername. Oh, ich habe es ja erst geändert, ne? Also nicht den Benutzernamen, aber mein Kennwort, glaube. Ja, Aber das dann heißt, schaut das das. ist jetzt in meiner Database. Hier drin. Hä? Das Programm ist manchmal ein bisschen komisch. Egal. Da habe ich dann Steam und mein Passwort und einmal einfügen. Sign in. Wie schaut's aus mit der Reparatur? 90%. Dann wieder mein Steam-Code. Oh Gott, ey, stresst mich. Wo ist die Steam-App? Steam-App auf. Oh ja, Connor schaut auch mal wieder zu. Hallo. Ah, hier. Passt das so? Es arbeitet. Hallo? Tut das was? Ja, aber es gab im letzten Update sowieso einige Probleme, habe ich mitgekriegt. Vor allem mit AMD-Karten, wo es dann gar nicht mehr lief, CSGO. Ja. Richtig toll. Muss man die Schatten runterstellen. Aufs Low Source Gate von der Qualität und geht's. Zwei fehlerhafte Dateien werden erneut angefordert. Yes! Und wo schaue ich das jetzt genau nach? Du hast die Wie finde Glocken, ich wenn du das? gehst einfach oben Ja. rechts auf deinen Namen, dann sollte eigentlich mein Inventory sonst dann unten reinladen. Profile, my inventory. Jawohl. Ah, okay. Ah, Und der dann. Electric Hive ist immer noch 12 Dollar wert. Der Ja, und dann drückst du. nächstbeste ist der Cyrex, den du mir geschenkt hast. Dann drückst du auf dieses kleine E, wo du da unten im Skin hast, also so ein E, oder? So rechts. Hast du so ein E. Sorry, wo? Bei deinem Skinbild. Ja? Und hast du so ein kleines E rechts. Ein kleines was? Wo? Ein kleines Du hast das E? Bild deines Skins. Ja? Darunter hast du deinen Namen. Der ist so grau Ja? hinterlegt. Ja? Rechts nur rechts, weil es ein bisschen oben hat, so ein E. Bei mir gibt's nur Reload Inventory. Nein, ich hab kein. Da ist kein E. Also Dann nicht bei mir. drück mal Reload Inventory. Okay. Und dann gehst du runter, da wo deine Skins sind. Ei, ei. Und da wo die Skins sind, steht ja unten auch der Wert, den sie haben, oder? Ja. Und darüber der Name. Ja. Ah, Dann, das kleine E. Jetzt. Oh, ja, sorry, dann ja. drückst du jetzt drauf und dann hast du irgendwo ganz oben steht da Where value? irgendwo, genau. Ah. Oh, bei Und meiner das. Electric Hive ist 0,05. Ja, das ist Nicht ungefähr in schlecht. der Mitte. Aber noch Das. wertvoller ist meine Stat-Track Glock 18 Dragon Tattoo, die du mir ja geschenkt hast. Oder gegeben hast. Die ich Ja. irgendwann auch als Giveaway ge machen werde. Die ist fast 20 Euro wert. Leck mich fett. Die Und hat einen geilen Namen, oder? hat einen Wear-Value von 0,019. Die ist fast. Yo! Also höher geht's gar nicht mehr. Fuck me, ey. Zum Beispiel, ich kann jetzt hier Ja. sagen, meine Dragon Lore, die hat nämlich auch einen Crazy. unglaublich geilen Wert, die hat dann nur 0,02. Also Boah, das fett. zweithöchste, es gibt die hat einen Wert von 2000 Dollar auf der Seite. Wie viel ist eigentlich dein gesamtes Inventar wert? Da steht oben so im Grün. 50 Dollar. Meins ist 5902. 5000 Dollar! Leck mich doch am Schwanz! Du bist doch am Arsch. Alter. Aber das ist geil, Ach ehrlich. cool, ich kann jetzt sogar, könnte sogar in dein Oh, Inventar. die Glock. Einfach 20 Dollar wert, ey. Das ist ja. Also als Giveaway schon krass, aber die finde ich echt nicht so schick. Hast du den Namen gleich gelassen, den ich hier gegeben habe? Ja. Im Moment hat sie noch den gleichen Namen. Der finde ich witzig, oder?
Also wer demnächst mal beim fetten Giveaway dabei sein will, das werde ich aber dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 2, 3 Wochen laufen lassen. Eine Glock 18 mit Stat-Track Dragon Tattoo. Mit coolem Namen. Crazy. Ja, mit coolem Namen. Wie habe ich sie genannt? From MTOE with Love? Ich glaube, ja. From MTOE with Love. Jetzt hoffe ich, dass mein CSGO aufgeht, bitte. Wird ausgeführt. Ja, ich habe gerade noch ein schwarzes Bild, weil mein CSGO kaputt war. Ich hoffe, das Ich ist jetzt hab besser. keinen Bock, morgen zu arbeiten. CSGO-Exe funktioniert nicht mehr. Ja, jetzt leck mich doch am Schwanz. Ach Mann. Ich geh mal noch kurz als Pissen. Toll. Now what? Lokale Daten löschen? Hallo Jerker. Mezzo, intake it flow, please. Was? Mach mal deutsche Sätze. Intake it flow, please. Gamekrieger meint noch, was war das Giveaway schon? Ach so, nee, war das Giveaway schon? Nein, nein, du kannst auch noch, wenn du 3 Stunden durchgehend zuschaust, kannst du noch einmal mitmachen. Beziehungsweise bei 6 Stunden kannst du noch zweimal mitmachen. Das wäre das Maximum. Das Giveaway werde ich ziehen am Dienstag. Also in 2 Tagen. Aber ihr könnt halt nur mitmachen, wenn ihr dementsprechend auch die Punkte gehabt habt. Ja, klar, ja, Connor, wir machen die Dragon Lore als Giveaway, kein Problem. Was habe ich jetzt für Optionen? Lokale Daten löschen? Mein CSGO geht nicht durch, Hurensohn. I take it. Flow, please. Achso, Metzo, okay. Nee, nee. Du kriegst den. Ja, du kriegst den Skin nicht so. Oh, wieder da. Ja. Ach, Mein Folos. CSGO geht immer noch nicht, Silvan. Ich muss Ach, meine ja, was ich dir lokalen noch Daten sagen wollte, es löschen. gibt eben Skins, die haben, es gibt zum Beispiel gar nicht eine Factory New, zum Beispiel die AWP Asimov ist das höchste, es gibt Einsatz erprobt. Also, da ist halt Okay. Servier. Und es gibt Waffen, die sind in Factory New, die gibt's, ist der höchste Wert 0,6. Also gibt es ein Wir in Factory New und da kommt gleich Minimal Wir. Die sind halt ultra selten in Factory New. Okay. Also hat so kein Wir gibt. Okay, gut, hallo. 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 Toll. Voll. Jetzt darf ich runterladen und wenn ich zu schnell runterlade, dann geht wieder mein Stream an Arsch. Ach Mann, echt, das nervt mich. Das nervt mich jetzt richtig hart. Jetzt muss ich es wieder auf 3 MB pro Sekunde beschränken, dass der Versuch's Stream nicht halt mal zu anfängt zu laggen. reparieren. Habe ich schon, hat 2 defekte Dateien gefunden, wieder angefordert und still broken. Still fucked. Yassi schreibt, Gollum kommt einfach mal 17 Minuten zu spät. Ja, easy. Gönn dir. Dann kann ich jetzt kein CSGO zocken, weil das wird jetzt lange dauern, eine Stunde oder sowas, bis es durch ist. Bis es wieder runtergeladen ist. So lange können wir CSS zocken oder irgendwas. Sorry, echt. Ich kann nichts dafür. CS broke itself. Wie wär's denn mit Team Fortress übergangsweise? Das ist ein Ja. Kein Ja, Nein werte ich als Ja. warum denn nicht? Gut, dann ändern wir das Spiel auf Team Fortress und sobald dann der Download von CSGO fertig ist und ich muss noch die Downloads im Hintergrund erlauben, weil sonst macht's gar nichts. Ah. Download während des Streamings drosseln, während des Spiels erlauben. Ach so, genau, das hier war das. Gut, die Haken wieder reinmachen. Also wer sich jetzt auf CSGO gefreut hat, für den tut's mir natürlich leid, aber ich kann nichts machen. Mein Spiel ist halt kaputt. Und ich hoffe, es geht wieder, wenn ich das neu runtergeladen habe. Da kann ich keine Garantie für geben. Skill fragt, kann ich Team Fortress mitspielen, so viel du möchtest? Natürlich, ich werde die IP immer angeben oder du joinst mir über Steam nach, ist mir eigentlich egal. Wie es dir passt. Ach, Mann, Folas. Oh Gott, ey. Ich wechsle mal eben die Szene auf TF2, nicht erschrecken. Was ist denn jetzt los? Ey, erst komme ich 17 Minuten spät, dann funktioniert CS nicht, Alter, lass uns im Stream heute, doch, ja. Half-Life 2 Exe funktioniert nicht mehr. Is this thing Voll. kidding me? Is this a Schon joke? was. What have I done? Nur dann ruft. Oh God, why? I have been hacked. Ganz klar.
Ja, dein PC wurde gehackt und es wurde Oh, da ist noch Firma hier der One alles God kaputt als gemacht. Giveaway drin, sehe ich gerade. Ich mach mal das Giveaway-Icon ganz kurz raus. Weil ich weiß nicht, ob mein Team Fortress jetzt überhaupt funktioniert. Also es zeigt den Anfangsscreen. Und dann Half-Life 2 Exe funktioniert nicht mehr. Ja, klasse. Schau mal mein Steam neu. Hab ich das nicht gerade eben schon gemacht? Okay, dann starte ich meinen PC anschließend neu und wenn das nicht funktioniert, dann hasse ich mein Leben einfach und höre für heute wieder auf. Floß selbst sie mobbt dich. Ja, ich glaube auch echt. Will das mich verarschen? Okay, take two. Oh mein Gott, ein neuer Gegenstand in Ihrem Inventar. Steak und anderer Scheißdreck. Congrats, Bro. Gegenstand-Rucksack. Mein Inventar ist überfüllt. Eindeutig überfüllt. Ich überspringe das Intro. Und dann kommt Half-Life 2 Exe, funktioniert nicht mehr. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wahrscheinlich war es gar nicht defekt. Und was weiß ich, ich muss nur meinen PC neu starten. Das werde ich jetzt auch machen. I'm very sorry, aber ich muss ganz kurz den Stream unterbrechen. Ich hoffe, dass es anschließend wieder funktioniert. Kurz mal da raus. Und falls nicht, dann ist halt Kacke gelaufen. Dann muss ich schauen, was ich mache. Gut, liebe Leute, geduldet euch ganz kurz 5 Minuten, dann bin ich wieder da. Bis gleich. Adi.